Kann man die Droge Kana als eine legale pflanzliche Alternative zu Koks bezeichnen? Ich werde es in diesem Video testen. Kana, auch bekannt als Selecium tortuosum, ist eine Pflanze, die in Südafrika heimisch ist und traditionell von den Kosian-Völkern verwendet wurde. Die aktiven Komponenten von Kana sind Alkaloide, darunter Mesembrin, Mesembrinon und Mesembrinol, die vermutlich auf das zentrale Nervensystem einwirken. Ich hoffe, ihr habt euch das gerade gemerkt, weil ich frage das im nächsten Video ab. Die Wirkung von Kana wird oft als entspannend, angstlösend, euphorisierend und sozial fördernd beschrieben. Es wird angenommen, dass Kana die Wiederaufnahme von dem sogenannten Glückshormon Serotonin hemmt, was zu einer Erhöhung der Serotoninkonzentration im Gehirn führt. Kana kann man kauen, rauchen, dampfen, als Tee trinken oder schnupfen, um eine Wirkung zu erzielen. Kana ist in Deutschland und den meisten anderen Ländern zu 100% legal. Und besonders bei so legalen Drogenpflanzen denkt man sich häufig so, ist das was Gescheites, wenn es irgendwie hart ballern würde, dann hätte ich doch bestimmt schon was davon gehört. Aber ich habe inzwischen schon mehrere Leute sagen hören, dass es so eine Art legales Koks sein soll. Ich testete das Ganze mit meiner guten Freundin Vio. Was die Dosierung angeht, laut dem Internet liegt die normale Dosierung beim Schnupfen von Kana zwischen 50 und 100 Milligramm, beim Konsum als Tee bei 200 bis 500 Milligramm, beim Kana kauen bei 50 bis 150 Milligramm. Das sind allerdings nur die Dosierungen, wenn es um reines Kana geht. Es gibt allerdings auch so Kana-Extrakte, die deutlich potenter sind. Das Praktische an diesen ist allerdings, dass da meist eine empfohlene Dosierangabe draufsteht. Das haben wir auch als Maßstab bei unserem Konsum genommen. Als Startdosis nahmen wir ca. 30 Milligramm Kana Extreme Strong Extrakt durch die Nase ein. Simon konsumiert nasal, das ist ungewöhnlich. Okay. Brennt es? Nee, so. Das ist dann irgendwie kurz so das Gefühl von Nervosität, so wenn man sowas einfährt, wenn man so denkt, oh, jetzt geht, jetzt. Was passiert jetzt? Eigentlich war jetzt nicht schlimm in der Nase so. Er schmeckt direkt so ein bisschen wie Tee. Wie dieser rosane Krümeltee, den man bei Kindern. Ja, also ich find auch, dass es gewissermaßen gut schmeckt durch die Nase, gell? Natürlich trugen wir unseren Konsum auch in die Open Mind App ein. Jetzt kommt der Drip, kommt schon. Also so süß es beim Ziehen war, so bitter kommt es jetzt. Also mir kommt es schon relativ eindeutig so vor, als würde ich was merken. Ja, so ein bisschen Rush. So ein Rush, so. Ja, ein bisschen Rushes. So gerade war ich so, jetzt ist mir ein bisschen warm und jetzt so kalt. Also vielleicht sollten wir das mit dem Whirlpool echt machen. Mhm. Das klingt wie so eine billige Anmache. So, oh, mir ist kalt von Kana. Sollen wir dann noch gleich zum Whirlpool gehen? Hast du Gleitgel dabei? Brauchen wir nicht. Oh, geil. Ich spüre irgendwie schon so eine andere Aura, so als würde sich das Material von der Luft so ein bisschen anders anfühlen, so eine leichte, so eine gewisse Aura. Und ich merke, ich habe auch auf jeden Fall so ein gewisses Gefühl so in meinem Kopfbereich, so irgendwas in meinem Kopf fühlt sich so anders an, so. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht schon auch so leichte Euphorie. Ich spüre diese Aura und ich finde, die hat fast was von MDMA, so quasi so 10% MDMA. Ich finde, es hat auf jeden Fall dieses aufgeladene Gefühl, wenn man sowas Aufputschendes eher zu sich nimmt. Ja. Also ich habe es vorher gemerkt, als ich auch aus dem Raum raus bin und aufs Klo gegangen bin und dann kurz so alleine war in so einem hellen Raum. Mhm. Und dann war auf einmal wirklich so direkt so, auch so entwach halt, wach und sehr präsent. So, ich will ja wirklich zu 100% wissen, wie das ist. Das heißt, nochmal nachlegen. Und kann man schon auch sagen, dass es, weil es nicht so overwhelming ist, traust du dir auch zu, dass Nachlegen kein großes Problem ist. Ja. Rechte Gehirnhälfte ist eher so die Ratio-Gehirnhälfte und links eher so die emotionale. Also muss man sich schon überlegen, welches Nasenloch man nimmt. Nochmal 32 Milligramm. Ich habe jetzt Ratio genommen. Weil wir sind heute eh so emotional, der Simon und ich. Okay, lass uns in den Whirlpool gehen. Aber Simon, was würdest du sagen? Findest du das geeignet für eine Party, weil es eher so ein bisschen Stimulantien-Ähnlichkeit hat? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, man ist schon auf jeden Fall krass wach dadurch. Schon auch fokussiert. Ja, man kann sich in Themen reindenken. Und man hat die krasse Aura auf jeden Fall.
Findest du es auch entspannend? Also es ist jetzt nicht so, dass man total hibbelig ist oder nicht so, so stimulierend und end am Quatschen und rumlaufen. Nee, stimmt. Das ist auch ein nervöse, angespannte. Ja, es ist schon auch gewissermaßen entspannend auch, ja. Ja, aber der Whirlpool ist auf jeden Fall gut, weil ich finde, Kana macht, dass man friert. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich nicht friere. Die erste Einnahme von Kana ist jetzt 4 Stunden 30 Minuten her. Und ich würde sagen, ich spüre schon noch was. Ja. Aber es ist smooth, also sehr smooth und gemütlich geworden. Und ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass ich gut schlafen kann heute. Also ich kann mir überhaupt nicht so, als würde ich jetzt schlafen können. Aber glaubst du nicht, dass du heute immer gut schlafen kann? Aber das muss nicht unbedingt an der Droge liegen. Also die Droge hat so eine gewisse Leichtigkeit. Man spürt so eine gewisse Leichtigkeit. Takes off the edge. Also die Droge ballert auf jeden Fall schon. Also es ist jetzt nicht so, also sie ballert nicht endkrass, aber ich habe so gedacht, dass das irgendwie so als würde man Tee trinken. Aber es ist schon eine ordentlich wirkende Droge. Mehr als nur subtil. Bei dieser Substanz gibt es leider nicht allzu viel interessantes Tripmaterial zum Zeigen, weil man sich da relativ normal verhält. Aber man muss schon sagen, dass die Substanz deutlich stärker wirkt, als ich dachte. Irgendwie habe ich sowas Unterschwelliges erwartet. Nee, das ist schon ein ordentlicher Rausch. Man hat so eine gewisse Leichtigkeit, ein euphorisierendes und stimulierendes und entspanntes Gefühl. Ich würde sagen, das, was Kratom zu Opiaten wie Tilidin ist, ist Kana zu Stimulantien wie Koks. Hat definitiv Parallelen. Aber gibt es dann auch Nebenwirkungen und Gefahren? Das Ding ist, dass es noch nicht so viel Forschung zu dieser Pflanze gibt und man daher auch jetzt kein so klares Bild zu den Nebenwirkungen hat. Aber wir und ich hatten beide das Gefühl, am nächsten Tag negative Nachwirkungen der Substanz zu spüren. Leute, es ist jetzt ein Tag nach dem Kana-Konsum und irgendwie muss ich sagen, ich fühle mich heute schon nicht so ganz auf der Höhe. Ich weiß nicht, ob ich schon so ein kleines Down davon habe. Okay, interessant. Vio hat mir gerade auch nochmal geschrieben, dass sie heute nicht so gut drauf ist. Aber also es scheint wirklich so einen leichten Kater davon zu geben. Kann natürlich sein, dass wir einfach zufällig einen schlechten Tag hatten. Aber weil es eine serotonerge Substanz ist, ist diese Nebenwirkung äußerst logisch. Daher sind mit Sicherheit auch lange Konsumpausen zu empfehlen, damit sich das Serotonin wieder regenerieren kann. Die Substanz könnte natürlich weitere Gefahren haben, die noch in der Zukunft aufgedeckt werden. Insgesamt war Kana für mich zwar eine schöne Erfahrung, aber ich glaube nicht, dass ich das oft nehmen werde. Also ich glaube nicht, dass es oft vorkommen wird, dass ich auf einer Party sein werde und dann so denke, boah, ich habe jetzt richtig Bock, Kana zu knallen. Aber sowas denke ich jetzt auch nicht bei Koks. Was sind eure Erfahrungen mit Kana? Findet ihr die Bezeichnung legales Koks angebracht?